Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighters und oder Moonlighter besser gesagt. Und heute werden wir den Tag beginnen, damit dass wir ein paar Sachen verkaufen. Das Problem ist, wir haben einfach kein Geld mehr. Es kostet mittlerweile 8000, um uns von einem Dungeon weg zu teleportieren. Ich finde es übrigens cool, dass sie sich einen Zopf macht, ganz ehrlich. Also ich finde das lustig. Sieht auch gut aus. Huch! Das habe ich ein bisschen zu billig verkauft. Naja, passiert. So, wenn ich den alten Mann sehe, dann soll er sein Zeug hier kriegen. Ja, das soll ja auch nicht für dich zum Verkauf sein. Oh Gottes Willen, 1500 ist noch zu billig, ja. 2000 geht auch noch. Meine Fresse. Da wirst du ja reich von. Ich muss die Preise viel höher ansetzen. 1000 ist auch noch. Okay, er wird jetzt den Laden verlassen. Ich wollte es nicht für 1000 verkaufen. Was, die Schokolade ist. Oh Gottes Willen. Es gibt ein Monster. Nein! Nein! Ich werde den Scheiß nicht machen. Kannst knicken. Los, Leute. Gebt mir euer Geld und der Dieb, der kann mich mal. Habe ich noch was im Inventar? Nein. Oh mein Gott, 3000. Oh. 4000, komm. Okay, 4000 ist zu viel. Dann 3500. Alter, wie viel Geld ich dafür bekomme? Auf zu klauen. Vor allem, wieso kauft das niemand? Aber du nimmst es mit, oder? Nein. Okay, 1500, das ist zu viel. Das ist. Ja, egal, nimm es mit. Das gibt mir schon ordentlich Geld. Also so ist es nicht. Da, ja, 26.000 für den Kram. Alter, Jungs. Das ist zu teuer. 600 findest du zu teuer? Na gut, das letzte Mal habe ich es für 300 verkauft. Aber angesichts der Preise, wie ich hier bekomme, ne, muss ich schon sagen, dass 500 für ein so ein Ding echt wenig ist. Naja, 83.000 haben wir jetzt. Damit können wir schon wieder aus dem Dungeon fliehen. Wir sollten auf jeden Fall immer so eine kleine Speckschicht haben von 100.000 mittlerweile, glaube ich. Ich würde schon gerne noch so ein Trinkgeldding kaufen. Ich bin einfach geizig. Auch wenn es so billig Zeug ist, es ist meins. Und was sagst du? Passt dir nicht in den Kram? Und vor allem 8000. Die waren jetzt nicht sehr böse. Seht ihr das? Die Reaktion ist nicht böse, sondern sie ist, so viel will ich nicht zahlen. Wenn die richtig böse sind, verlassen sie halt wirklich den Raum. Das heißt, eigentlich brauche ich die Quest nicht, ganz ehrlich. Na, 7000 auch noch zu viel. Was denn? Ey, hör mal, Kleines. Nicht mit mir. Okay, 500 ist auch noch zu viel dafür. Ja, gut. Er hat's genommen. Es war noch im Rahmen des Möglichen. Ja, gut, das wird auch erstmal reichen dafür. Vielen Dank für deine Hilfe. So. Damit können wir doch leben. Ich würde kurz. Ah, da passen hier Bilder hin? Ich kann hier noch was platzieren.
cool. Jeder Besucher legt seine... Noch mehr Trinkgeld? Wo habe ich das Bild her? Keine Ahnung. Also wir gehen jetzt ganz kurz schlafen. Kaufen uns... Accessoires? Und ja, kann ich hier noch irgendwo was hinhängen? Würde mich ja mal interessieren. So, kaufen wir hier mal ein bisschen was ein. So. 16.000, ja, bitteschön. Trinkgeld ist immer gut. Okay. Aber wo bekomme ich diese Bilder her? Ah, das Ding kann ich hier gar nicht platzieren, ne? Das ist sowas zum Aufhängen. Cool. Echt cool. Das heißt, ich habe noch einen Block am Platz frei. Kann da irgendwas aufstellen. Da würde ich mir mehr Kunden wünschen. Sachen, das kann ich ja nicht machen, ne? Das perfekte Regal, um jeden Raum in ein Tech-Labor zu verwandeln. Geschwindigkeit der Besucher. Verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Ja. Jeder Dieb weniger ist immerhin ein Käufer mehr. Das müsst ihr euch überlegen. Also nehmen wir doch einfach das. Und... Ernsthaft? Ich hänge mir das aber nicht an die Wand. Ich will Trinkgeld haben. Okay. Ich hoffe, dich kann ich hinstellen. So ein Scheiß. Geld für nichts ausgegeben. Okay, stellen wir dich hin. Sehr schön. Du hältst jetzt die Liebe von mir ab. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zurück in Le Dungeon. Werden uns erstmal Heiltränke organisieren. Hallo da. Tränke. Was es hier noch gibt. Man leitet den Nutzer zur nächsten Ebene des Tech Dungeons. Cool. Stellt alle Lebenspunkte wieder her, eine unerlässliche Mixtur für die schwersten Dungeons. Deckt den Golem-Dungeon auf der Karte auf. Oh. Das ist ja cool. Ich hätte mal früher da weiter runter gucken sollen. Egal, kaufen wir uns erstmal 5 davon. So. Da, du bist auch unsterblich, ne? Du warst bestimmt der Sohn des Kleinen. Ganz bestimmt. Du bist schuld daran, dass ich weggehen musste aus der dritten Ebene. Was echt fies war. Ich habe das Gefühl, dass man hier Sachen kaufen kann, die man selber verkauft hat. Das ist aber nur so eine Mutmaßung, weil hier... Oder selbst, die man schon gefunden hat. Das kann gut sein. So. Dann wollen wir mal, ne? Da wollen wir noch nicht rein. So. Wie gesagt, Priorität ist jetzt, hochzukommen, anstatt Geld zu bekommen, weil oben kriegen wir natürlich das beste Zeug. Wo bin ich? Hä? Ach, ich bin runtergefallen. Oh, den Boden habe ich gar nicht gesehen, dass der zusammenbricht. Das ist mein Zeug. Also, ich will unbedingt dieses bessere Schwert haben. Das hat momentan... Hallo?
The fuck? Das hatte ich ja noch nie, dass ich Gegner nicht besiegen musste, sondern einen Schalter finden musste. Au. Kacke. Haha. Du weißt, in der Wand. Sackgasse. Oh, cool, da kommen wir runter. Ich hätte mir gewünscht, dass damals, als wir diesen komischen Schleim hatten, den Unsterblichen da irgendwo hätten runtergehen können. Das wäre richtig schön gewesen. No secrets! Wow. Ist ja der Wahnsinn. Ein bisschen Stuff. Wahrscheinlich der Stuff, der mir runtergefallen ist. Naja. Aber ich habe einen Erfolg freigeschaltet, der hieß No Secrets, deswegen erwähne ich No Secrets. Ich vergesse jedes Mal, dass es bei euch nicht angezeigt wird. Deswegen ist das manchmal echt random, was ich sage. Obwohl es gar nicht so random ist. Na komm, schieß kleiner. Eigentlich ist das Spiel wie The Binding of Isaac. Man muss einfach nur die Gegner kennenlernen und dann der Rest ist einfach eigentlich einfach. Sehr schön. Kann ich die benutzen, um mich gleich zu heilen? Ich hoffe schon. Oh nein. Bitte. Okay. Nein. Leck mich. Okay, dieses zusätzliche Schild kann ich also nicht benutzen. Was soll, was war das denn jetzt? Einfach Schaden bekommen. WTF. Nein. Verzieh dich, Schleim. Bitte. Ich kann leider nur unfair gegen dich gewinnen, weil ich dich hasse. Kannst du mal aufhören, dich zu bewegen? Ey! Sagt aufhören! Der haut einfach ab jedes Mal. Ha. So, ab in die zweite Ebene. So. Ich hoffe, wir finden den Weg zur dritten Ebene sehr schnell. Ich besiege hier nur die Schleime. Ich glaube, du interessierst mich nicht, obwohl du kannst sowieso nicht viel machen. Hurra! Du dreckiges Arschloch hast mich in den nächsten Raum teleportieren lassen. Ja, es lohnt sich doch schon, den aufzusammeln. So, sehr schön. Was haben wir denn hier? Dateneintrag 125. Unserem monatlichen Bericht zufolge werden unsere wertvollsten Gegenstände nicht angerührt. Nur Materialien und Geräte, die zum Bau unserer autonomen Wachenhüllen verwendet werden, verschwinden. Okay. Wir werden die Teile tatsächlich noch selbst gebaut, ja? Ich muss dieses Magierfuzzi loswerden. Und die Schleime. Nein, nein, nein. Fuck. Ah, der Magierfuzzi ist weg. Alles in Ordnung. Ja, ist das schön, wenn sich Gegner nicht wehren können. So, du zerbrichst, das ist ja schon mal schön. Das freut mich doch. Okay, dann du bist jetzt. Ich bin völlig zerbrechlich. Ich schick dich mal nach Hause. So. Der Staub hier war recht billig, ne? Wir haben, ja, 450. Na, ist schon recht billig. Muss man schon sagen. Dann werd mal zu dem. Und da geht's schon in diese Ebene. Sehr schön. Haben wir direkt gefunden. Ich habe meine Tränke noch nicht. Mein Inventar getan. Ich muss sagen, dass, was sie an diesem Spiel noch verändern müssen, ist, dass man, danke Arschloch, dass man beim Boss nicht die Möglichkeit haben sollte, sein Inventar zu öffnen, weil dann kann man einfach die Tränke jedes Mal reinschieben, sich quasi vollen Inventarslot machen, nur mit Tränken, und dann kommst du auch durch den Boss easy durch, also, da haben die verkackt ein bisschen. Vielleicht ist es auch Absicht. Damit diejenigen, die diesen Trick erfahren, jeden Boss besiegen können.
So, Ebene Dreichen. Ach komm. So. Helm ausweichen. Hä? Wie ich ihn offensichtlich getroffen habe. Das hat sich aber gar nicht gelohnt, die zu besiegen. Nein. Oh, bitte nicht. Oh, ich bin so am Arsch. Oh nein. Oh fuck, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wollte abhauen. Holy shit. So, ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Dateneintrag 103. Das jüngste Verschwinden von Materialien und Werkzeugen aus dem Lager wird nun nicht mehr als Verwaltungsfehler behandelt. Tag für Tag werden unsere Vorräte knapper. Derzeit wird ein Schutzprogramm entworfen, mit dem wir die Eindringlinge aufspüren wollen. Ich frage mich. Nee, die meinen nicht uns damit, ne? So, willkommen in Ebene 3. Ich habe ein bisschen Sachen gefunden und die werde ich ganz kurz mal zurückbringen. Und dann werden wir hier wieder ein bisschen rumlaufen. Ihr seht schon, ja, drei Kisten geöffnet, ne? Also, ich bin durchgerusht. Ziemlich durchgerusht. Es ist echt eklig zu sterben. Vor allem so in der dritten Ebene mit vollem Rucksack. Ist das richtig eklig. Aber das war aber auch ein richtig ekliger Raum, muss man es so sagen, ne? Also, beim nächsten Mal fliehe ich sofort, wenn ich sowas sehe. Wenn ich nur ansatzweise sehe, dass da irgendwie der Raum völlig überflutet ist mit Gegnern, hau ich ab. So viel ist klar. Ich habe ziemlich viele Schleime mitgebracht, sehe ich gerade. Ja, Schleim geht uns auf jeden Fall so schnell nicht aus. So. Huch, wieso ist denn hier noch so viel Stuff? Oh, ich hab's falsch reingepackt. Manchmal ist das nicht wirklich präzise, muss ich sagen. So, alle vollen Stacks bitte zu mir. Bitte erhebt euch direkt bei mir. Eigentlich muss ich den Laden öffnen, ne? Okay. Wir müssen den Laden öffnen für den alten Drecksack, der gerne diese fünf komischen Ampullen hat, haben möchte. Halt, das ist ein 10er-Stack. Na gut, wir haben ja ein bisschen was an Stuff. Dim, 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 dim. Ja, das ist in Ordnung. Für dich habe ich noch überhaupt keinen Preis, ne? Dreitausendfünfhundert war zu billig. Das heißt, hier sind wir sogar bei 4000. Sagen wir 5000. Eigentlich 6. Ja, ich will Geld haben, so ganz klar. So, dann packen wir das da rein. Das hatten wir. Okay. Da haben wir noch keinen Preis für. Wüstenwürfel, da war 2000 zu billig. 3300 war da zu billig. Da ist 1500 zu billig. 3500 war zu billig. Hey, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, 4000. Ja, komm. Die Ampullen behalten wir erstmal für den Fall der Fälle, dass der alte Sack kommt und sie in meiner Hand haben möchte. Oh Gott, fast hätte ich geschlafen. Ich bin doch so blöd, dass ich dir so jedes Mal dahin renne. Wieso stehe ich hier hinten? Manchmal bin ich seltsam. Yay! Habe ich einen guten Preis ausgewählt. Sehr schön. 63.000.
Da wirst du reich bei 9400. Na, guck mal, da habe ich auch den richtigen Preis ausgewählt. Was möchtest du denn? Fünfmal Dünger. Nee, tut mir leid, ich gehe nicht zurück in den Dungeon. Nur für ein bisschen Kohle. Das lohnt nicht. Ja, gut. Sagen wir 5000. Huch. Aber der wurde doch schon gekauft. War wahrscheinlich von diesem stinkreichen Typen, ne? Nee. Der wurde für 600 gekauft. Willst du mich verarschen? Hä? Was für ein Penner ist das denn? Weißt du, das sind die Leute, die auf deinen Kanal kommen, nur um zu disliken. Das ist der Dicke da hinten. Ja, cool. Das stimmt schon mal. Wo ist jetzt der alte Mann? Ich will ihm seinen Scheiß geben. Ah, schön. Wäre cool, wenn das hier noch jemand kauft. Für 4000. Habe ich hoch, Gottes Willen. Wirst du hier schnell reich? Na gut, so ein Upgrade kostet mittlerweile 100.000, ne? Also. Eigentlich kann ich doch zu beim Händler des Vertrauens gehen und die letzten Sachen für den Schmied einfach kaufen. Rein theoretisch. Komm, die 20.000 müssen weg. Es ist kein Dieb gekommen, ne? Also ich muss sagen, die Pflanze tut ihren Job. Okay, der Stein war für 500. Achso, der Stein. Oh. Okay, für 2000 nimmt das auch mit. Ich hoffe, das war jetzt für 2000 verkauft. Ja. Zuerst ist was billig anbieten und dann in der letzten Sekunde schön teuer machen. Das sind die richtigen. Oh. 16.000 ist hier. Achso, das sind die Bücher, ne? Das heißt, das hier kann ich ja locker für einen 10er verkaufen, ey. Und 8 hier. Ja, 6.000. Klar. Wo ist jetzt der Stein da? Ja, für 2.000 war noch zu billig. Alter. War das jetzt zu teuer für 4.000? Ich glaube schon, ne? Ja. Halt, was möchtest du? Technotizen, nein. Ich weiß auch nicht mal, wie ich die scheiß Quest abgebe, weil der kommt ja offensichtlich nicht, ne? Heute ist der Tag der Tage. Ich habe sein Scheißzeug dabei, aber er will's nicht. Er kommt einfach nicht her, um das abzuholen. Was soll ich denn machen? Ich bin nur ein einfacher Händler. Ich kann doch nicht die Sachen erst einsammeln und dann zu ihm noch laufen und sagen, hier, bitte nimm meine Ware, die ich um mein Leben habe erkämpfen müssen. Weißt du, muss ich noch rübergehen zu ihm und um Geld betteln. Das geht ja mal gar nicht. Der ist immer noch zu teuer. Ja, machen wir auf 3000. Kein einziger Dieb. Ich bin glücklich. Komm, 3000. Schnäppchen. Ja, geht doch. Genau rechtzeitig den Laden leer gekriegt. Gut. ...232.000 erwirtschaftet. Das ist ein Hundi. Lol. Shoppili Shoppop. Erstmal den hier. Besseres Bett ist schon mal nicht schlecht, wenn wir das haben. Mir fehlen zwei dafür, ne? Ja.
Kacke. Was willst du denn von mir? Ich hab deine scheiß Flüssigkeit hier. Ich will sie dir am besten in den Arsch stopfen, damit du mir das Geld gibst. Ich versteh's nicht. Ich gehe jetzt schlafen. Ne? Dann ist der Tag vorbei. Ich verstehe nicht, wie ich die Quest abholen soll. Ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es immer noch in meinem Inventar. Die Quest... Die Quest ist da schon fehlgeschlagen. Wozu habe ich den Laden geöffnet? Leckt mich. Ich verstehe diese Quest. Wieso ich... Beim nächsten Mal versuche ich echt den Laden aufzumachen zu der Zeit. Na gut. Oh, plus 250 Leben, plus 3 Gratistreffer. Das hat sich gelohnt. So, ich hätte gerne 3 von diesen Schätzchens. Und dann gehen wir in den Dungeon. Ganz ehrlich, ich... Diese Extra-Quest... Ich dachte schon, du bist derselbe, nein. Muss ich gucken, dass ich beim nächsten Mal vielleicht schaffe. Gut, Freunde, mit dieser traurigen Erkenntnis beenden wir die Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.